Ist er wieder und das Bäuschen ist rum. Ich hatte gerade noch einen Anruf, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Tut mir leid. Oder auch nicht. Das überlege ich mir noch. Ich tappe gleich ins Spiel rein. Ich musste kurz was lunzen. So. Bequem hinsetzen auf meinem Knarzestuhl. Obwohl er noch nicht mal so alt ist. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Aber ein Dauerbetrieb. So, Flashpoint Kaon wird belagert. Das müsste das hier sein, oder? Chaka, Mond, CZ, bla bla. Nee, das ist das gar nicht. Das ist Epidemie. Na dann. Was? Was ist jetzt hier der Unterschied? Ich nehme das erste, das hört sich leicht an. okay. Holy shit. Hier lang. Okay. Doch, Veteran müsste eigentlich leicht sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ladet ganz schön lange heute hier. Leertaste drücken zum Weitermachen. Ja, das sah gerade irgendwie geil aus. Mit den ganzen Hochhäusern, Wolkenkratzern, whatever. Boah, sieht das geil aus. Was? Was? So viel Quests habe ich aber nicht zugestimmt. Boah, sieht das geil aus. Sorry, ich, ja. Okay. Haben wir es einfach mal aufgedeckt. Komplett cool. Ach, komm, geh doch mal weg hier jetzt. Sorry, ich habe die Minimap gerade nicht gesehen, weil da jemand im Steam online gekommen ist. Was? Wie viel Leben haben die? Okay, das geht. Der da ist ein bisschen... Puh. Und ich muss da durch. Holy shit. Können wir die von hinten irgendwie wegsnacken? Erstmal die einfachen hier. Kira steht noch auf Heilen, das ist gut. Och, easy. Was? 8000 Damage mache ich? 9000? Was? Hey, was ist los mit mir? Hallo? Kämpfen? Alter, mein Schwert geht aber ab, die Schwitzkatze hier. Alter, 8000 Damage, Baba!
shit! Ich mag mein Schwert irgendwie. Stufe 5. Oh, hier gibt es Stufe 75 Ausrüstung. Oh. Oh, was ist das? Was? Was? Was ist das denn? Lichtdrohnen-Droiden-Dinger. Cool. Hier, Major Bisal. Es gibt ein Problem. Die Adligen verzweifeln langsam. Sie wollen weg von hier. Sie sind mit ihren Leibwächtern unterwegs zum Raumhafen. Sie wollen sich durch die Rakule kämpfen und sich ein Schiff holen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie aus der Quarantäne gelangen. Ich schicke meine Patrouilletrupps zum Raumhafen. Trefft uns dort. 500.000 Leben! Hilfe! Hey, ich mach dem Gorki Damage! Oh Gott! Ich bin gleich out. Der hat noch nicht mal die Hälfte von seinem Leben verloren. Ich hab nur 104.000 Leben. Hilfe! Alter, hör doch mal auf, mich schon mal wegzubouncen. Ja. Ja, ich bin wieder am Anfang. Okay. Ich glaube, das ist etwas, was man zu zweit, zu dritt, zu viert machen sollte. Ich glaube nicht, dass man den umgehen kann. Und ich glaube, dann wird der Boss hier genauso hardcore sein. Oder kann man den irgendwie umgehen? Eventuell so... Warum hat denn der so eine Lichtdrohne drüber? Ey. Okay, der geht jetzt da lang. Kann ich nicht irgendwie Unterstützung rufen? Nö. Du siehst mich nicht. Nein! Ah, Hilfe, Mutti! Hey, das ist doch so ein Ding! Oh, das ist aber einfach. Wenn Kira bei mir wäre. Hilfe! Kira, lass doch mal das Riesending in Ruhe. Komm zu mir! Alter! Oh, er ist down. Ich sterbe hier. Ja, Kira, schön. Was? Ah! Nein, lass mich! Er sieht mich nicht mehr. Boah, lass mich bloß in Ruhe, du Kackdruide, ey. Nein. Nein. Geh weg. Und die rennt wieder hin. Nein, du siehst mich nicht.
Ey, das ist. Nee, das ist eine Mission. Nee, das schaffe ich nicht. Kannst du knicken, ey. Hier muss man ja keine Ahnung, wie viele Personen sein. Jetzt. Ach komm, ja. Ich schaffe es heute leider nicht nach unten zu kommen, da ich noch viel mehr Aufgaben nehmen muss. Wenn du es gar nicht erwarten kannst, die Hauptquest weiter. Nee, nee, ich habe hier Flashpoints. Siehst du ja, mit denen habe ich schon zu tun. Wobei ich diese eine definitiv aufgeben werde. Das ist ja schlimm. Ich hoffe, ich komme zurück. Alter, dieser Droide, ne? Nee. Lasst mich bloß raus aus der Mission hier. Ich will die nicht mehr machen. Das ist die hier oben. Aufgeben. Aufgeben. Was ist denn das? Nein! Das will ich aber auch nicht. Okay, dann viel Spaß beim Sterben. Wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ja, danke dir auch. Nein, aufgeben. Dann müssen wir jetzt zu der da. Oh Gott, ey, die wird doch bestimmt genauso bescheiden werden. Wo muss ich denn dazu hin? Ja? Du wurdest dazu ausgewählt, der Republik bei der Einnahme. Dann benutze dein Schiff, um zu. Ah, ich soll mein Schiff benutzen, okay. Wo ist mein Schiff? Wo bin ich denn aktuell dort? Da muss ich hin. Nee. Nee. Da. Dahin. Ich möchte gern zu meinem. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Warum kannst du mich nicht direkt zu meinem Schiff bringen? Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Was soll denn das? Das ist mies. Piu, piu, piu! Was haben wir denn hier? Alles erledigt am Handy. Ich will. Ja. Dahin. Und jetzt möchte ich gerne. Wo bin ich denn jetzt? Was? Quad Drive Yards. Der sieht nicht schön aus.
Sage ich ja. Warte, ist das? Ach, das sieht ja noch hässlicher aus. Hilfe. Was ist? Alter! Gibt's hier Portnik-Schiffe? Die sehen ja alle irgendwie scheiße aus. Das ist das einzige ordentliche hier. Rufhändler. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Boah, diese Preise, ey. Bomberlackierung, alles klar. Ich kann mir einfach gar nichts davon leisten. Wow. Viel Glück da draußen. Danke. Nein. Hä, ich dachte, das wäre die Abflugrampe für mein Raumschiff. Okay, ich entdecke hier Seiten, ne? Hier sind wir jetzt. Dann gehen wir zur Hauptebene halt. Palim. Wo ist das Starterdeck des Jedi-Ritters? Das kommt hier. Das erkenne ich sofort. Gott, ich alter Mann. Ich fühle mich schon wie 70. Das kann man alles überspringen. Erstmal schon Kaffee trinken, ja. Na dann. Willkommen zurück. Nein. Falls Sie das Aroma von alderanischem Nektar riechen, liegen Sie richtig. Ich habe das Umluftsystem darauf programmiert. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Dieser Druide nimmt hier einfach Sachen vor, der ändert Sachen an meinem Essen, was ich zu mir nehme. Wegen irgendeinem Protein-Ding, weil der sagt, wir sind zu fett geworden. Jetzt macht er hier irgendeinen Duftscheiß in die Lüftung. Kann ich den bitte umbringen? Das kann doch nicht sein. Hier, mich graust es davor. Stufe 55 bis 55. 1000 Kröten wollen die da haben für. Naja, komm. Hui! Oh, Mann. Was soll ich dazu sagen? Das Bild alleine sieht schon aus wie so ein Sith-Planet. Die geben doch immer an mit diesen goldenen Statuetten. Wobei die Jedis auch. Da nimmt sich nicht viel raus. Okay. Oricon-Missionen. Nö. Helden plus 2 Missionen. Nö. Da lang muss ich. Jetzt. Flashpoint Zerka Unternehmenslabor. Ist das? Reise zum Anlagenterminal. Das heißt, ich muss da lang. Was anderes mache ich hier nicht. Das ist so eine Nebenquest. Du darfst hier den Gleiter nicht benutzen. Was ist das denn? Okay. Nö. Also die Base hat irgendwas. Sie sieht teilweise steril aus. Die bunten Baumhologramme sehen geil aus.
Ob es sowas auch in Real Life gibt, dass man so einen bunten Baum holographisch erzeugen kann? Das würde mich mal interessieren. So ein Ding hier neben PC stehen haben, das kommt schon geil. Sehr steril gehaltene, ein paar Stühle, ein paar Banner. Ja. Hallo? Hallo? Fahrkartenschalter. Ja, das. Hä? Warte mal, Meister? Nein. Nein. Ich habe nie darum gebeten, hier was auf Meister zu spielen. Hä? Wieso komme ich denn hier jetzt nicht rein? Oh, ich hab Meister. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ich glaube, das hier ist einfacher, weil da gibt es weniger Zeug. Ich muss den aktuellen Flashpoint zurücksetzen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Bin immer gespannt. Mehr als sterben kann ich ja nicht. Reparaturdroide, hallo. Was kannst du mir denn empfehlen? Alter, es gibt 15.000 Leben. Ich bin auf Stufe 70 runtergestuft. Hey, da stand 55 bis Level für Stufe 55. Was soll denn das jetzt? Eindringlinge. Natürlich. Wenn jemand eine Lösung sucht, erwarten Sie sie von Chaka. Freiwillig oder nicht, ich bin Rasmus Bliss. Ihr habt keine Vorstellung davon, was wir hier erreicht haben. Das Vigilant-Sicherheitssystem ist eine fehlerfreie Verschmelzung von Technologie und strategischer Intelligenz. Dem seid ihr nicht gewachsen. 95, 31, 31, 95, 31. Wir knöpfen uns erst die kleinen Billow-Gegner vor. Los, Kira! Alter, was ist denn hier los? Den hier. Okay, wenn ich hier einmal sterbe, beende ich das. Ja, nicht nur du, Kira. Ich auch gleich. Da ist ja noch was dazugekommen. Wo ist meine Maus? Boah, Kira, verreck mir jetzt hier nicht, ey. Kira, ich kann jetzt nicht. Jetzt, heil dich schnell! Boah, 22.000 Leben geheilt, einfach mal so. Keine Sorge.
Warum sollte ich mir so Gedanken oder Sorgen machen, Kira? Wir haben es gut gemeistert bis jetzt. Aber... wir sind stark. Ich würde dann erst der Bossgegner hier werden. Kira, erst den Leichner. Was? Boah, da kommen gleich noch ein paar mehr dazu. Oder leck mich doch am Arsch, ey. Hä? Holy shit! Das wird ein Spaß werden. Dort. Ey, was ist mit euch los? Richtiges Bürokaratenbüroabteil, ey. Oh Gott. Okay, da sind wieder zwei mit, ja, die müssen wieder was komprimieren. Und zwei Billows. Wir kämpfen erst gegen die Billows, Kira. Gut, Kira, heil mich schneller, los! Jetzt sind die Fettis hier dran. Könnte ich das rein zufällig überleben? Da ist was zum Heilen. Das heißt, hier unten taucht der Boss auf. Ich werde schon gesehen. Cool. Ich müsste mal meine Medikits austauschen hier unten. Ich würde am liebsten runterspringen. Ungefähr so. Kira ist auch unten, sehr gut. Jetzt müssen wir da rein. Ich komme da nicht rein. Was ist denn das? Was? Wollte ich hier hin? Hä?
Ach, Sicherheitsschlüssel beschafft. Oh. Oh, jetzt sagt man nicht, ich muss den ganzen Weg wieder hochrennen und dann wieder runter und dann respawnen alle und ja. Okay, ich glaube, ich darf wieder hochrennen. Auf jeder Etage wird es einen Schlüssel geben. Schön. Alter, was ist denn hier? Es sind ja gleich mal mehr. Mami. Ja, nicht mal das Medipack bringt wieder was, ey. Und lass mich raten, die sind alle respawned. Nein? Das macht's natürlich einfacher. Ich muss also auf jeder Etage ein so ein Ding suchen. Wow. Da ist keins. Da ist auch keins. Hier steht Kaffee. Ih, gelber Kaffee. Bah. Das ist nix. Sag mal. Ja. Das zweite. Das war Alpha und dann ist Beta 1 drunter. Beta ist da und da unten haben wir ja Alpha, Beta, Gamma geholt. War das Gamma? Ja. Jetzt sieht's gut aus. So. Wow, 149 Credits. Wow, dafür lohnt sich's ja zu kämpfen. Da gibt mir der einzelne Druide mehr Credits als vier Typsies zusammen. Psst, ihr seht mich nicht. Nein. Nein, ihr seht mich nicht. Nein. Ausgetrickst. Wo ist das wieder gelber Kaffee? Hä? Hallo? Ach. Hier, okay. Deaktiviere das Sicherheitsfeld. Yay, jetzt kann ich nach unten springen. Nein, ihr seht mich nicht. Nein. Sehr schön. Hui, Batsch. So schnell stirbt niemand. Genau, Kira, heil mich mal schnell. Und wenn hier schon so eine Heilteile sind, dann wird hier gleich ein Boss drauf tauchen. Probieren wir es mit einem neuen Paradigma. Das war ja so arschklar. Ich
Hallo, kriegst du auch mal Schaden? Was? Da kommt noch mehr! Da kommt noch mehr! Hallo? Hörst du mal auf zu schießen? Ja. Okay, das ist mein Assi-Move, dass der tatsächlich noch weitere Druiden anfordert. Nö, dann bin ich jetzt hier raus. Das muss ich mit Darko machen und dann werden wir uns noch jemanden dazu holen. Also das geht ja nicht anders. Oder wir machen das zu viert. Ich kenne da ja ein, zwei Leute, die dort auch spielen. Aber das ist mal so ein richtiger Assi-Move, dass der hatte schon 1,8 Mille Leben und dann ruft er noch Verstärkung dazu. Holy shit! Kannst du keinem erzählen? Nicht mal mein Kaffee kann das glauben, weil der schon wieder leer ist. Mann, Mann, Mann. Oder wir lassen so eine Flashpoint-Sache einfach komplett weg. Ich will so ein Hologramm hier in meiner Wohnung haben. Der Baum sieht geil aus. So. Hey, wir verlassen die Flashpoint-Mission. Nee. Dann mache ich, wie Darko geschrieben hat, eine Hauptquest weiter, weil ich ja sowieso eine Nebenquest dort zu erledigen habe, die ich von der republikanischen Flotte habe. Ja. Machen wir das so. Genau. Willkommen zurück. Falls Sie das Aroma von Alderaan aufgeben, aufgeben, aufgeben. Das tut weh, wenn ich das sehe, was man da kriegt, und ich kann es mir nicht holen. Gut, ich muss trotzdem mal hier reingucken. 10 von 25. Ja. Was gibt's? Eine Gegenstandsstufe 53. 53. Okay. Okay. Wir fliegen dahin. Ich muss Darko halt was nachholen. Wie sieht's aus? Planetentechnisch. Den kann man sich angucken. Sieht ein bisschen aus wie die Erde. Und warum fliegen wir nicht auf den Planeten, sondern auf diese Raumstation zu? Ich hoffe, wir sind auf dem Planeten gelandet. Scheint mir aber nicht so. Scheint nur so, als ob wir wieder auf so einer Zwischenraumstation gelandet sind.
Ja, auf einer Orbitalstation. Warum? Warum macht man sowas? Ich will auf dem Planeten landen und nicht auf irgendeiner Orbitalstation. Ich fliege hierhin, steige aus meinem Raumschiff aus, um auf das nächste Raumschiff einzusteigen, um auf dem Planeten zu landen. Da kann ich doch mit meinem Raumschiff rein theoretisch direkt durchfliegen. Mann, Mann, Mann. Willkommen auf Quash. Hier im Sektor sieht man nicht viele Jedi. Seid ihr hier, um zu kämpfen? Nö. Mach Urlaub. Chakulka du Maji. Tahus Hagua Upa. Chisa Kava. Jotopa Bubanda Bakawanki. Warum kämpft die Republik um einen giftigen Planeten? Nira de Saslimo. Krispa Doe Kanki. Kunke Gupa. Das Imperium hat davon Wind bekommen und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemmt. Wir werden das Imperium nicht mit Geschwätz besiegen. Gut, ihr dürft nun auf die Planetenoberfläche reisen. Gebt einfach Bescheid. Ich sehe mir diesen giftigen Planeten mal an. Sprecht nach der Landung mit General Corvin. Er erklärt euch die aktuelle Lage. Viel Glück. Ah ja. Ich hoffe mal nicht, dass ich mir das jetzt anlegen muss. Da büße ich ja übelartig ein, ey. Nee, ich muss es nicht anlegen, sehr gut. Uff. Normalerweise gar nicht um einen so widerlichen Planeten scheren. Aber wir brauchen Quashs Ressourcen. Sonst bekommt das Imperium sie noch. Kira, du stehst mit Klamotten im Wasser. Wie war's mal mit ausziehen? Ja, komm, komm. Nein? Okay. Dann nicht. Anderes Ding, wo muss ich hin? Da rein oder da rein? Oder diese Dinger hier machen. Genau, ich mache erstmal das. Da kann ich hier ein bisschen aufdecken. Dü-dü-dü-dü-dü. Da kann ich erstmal aufdecken. Ja, gut. Wo war denn das da hinten? Ne? Nein, ich will das Grüne haben, das grüne Männchen. Da, vergifteter Minenarbeiter. Oh. Okay. Dem werden wir nicht helfen, das ist vergiftet. Was? Giftiger Haffrappen. Alter, diese Namen manchmal. Wie kommt man auf solche Namen? Sag mal, fahr ich hier eigentlich gerade richtig? Was ist das? Was ist das? Archäologischer Fundus. Ich glaube, ich habe das Teil gerade entdeckt, oder? Ist das das da oben? Lass mal gucken. Ja, das ist es. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch, aber da ist noch irgendwo eins.
Okay. Ja, okay. Komm ich hier hoch? Ich krieg das hin, ich krieg das hin, lasst mich hier hoch. Ich wusste es doch. Ja. Irgendwo da drinne. Irgendwo da drinne muss es sein. Oder da davor, dahinter, daneben. Oh, schöner Baum. Oh, schöner Baum. Hm, der sieht gut aus. Hier soll das nächste sein. Okay. Das da oben haben wir doch schon. Ja, das haben wir schon. Da. Hab's. Nice. So. Ich würde sagen, auf zum letzten. Komme ich hier irgendwie so zurück? Wir fahren mal hier lang. Wir fahren mal hier lang in der Hoffnung, wir kommen hier irgendwie zurück. Und wenn nicht, dann komme ich hier oben lang. Das wäre jetzt geil. Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich auf der anderen Seite raus? Oder geht das nicht? Oh, ich fahre hier lang. Ja, ich fahre einfach hier lang. Ich fahre hier lang. Lass mich durch! Yeah. Nein, au, pfui, aus! Ich schmeck nicht, geh weg! Nein, aus, pfui! Geht! Tschüss! Ja, so einfach kann man es machen. Moin moin, Big Boy Mücke. Oh, hier kommt man noch so einen Namen. Wo ist es denn? Da oben ist es, hab's gesehen. Infiltriere die Abwasserverarbeitungsanlage. Das Big Boy kommt von Escape vom Taco und das Mücke vom Bud Spencer. Na dann. Ich muss dahin. Ich muss allgemein in die Errichtung. Nö. Nö.
Hier oben geht's nicht weiter. Du willst mich doch. Au. Komm, ich krieg das hin. Ich wirst du. Ja. Ich bin bei dem eh jetzt vorbeigefahren, Tatsache. Lol. Kurze Frage, ich überlege auch, mir SVTOR anzufangen. Wie sieht's denn mit Spieleranzahl aus? Findet man auf deutschen Servern noch Leute zum Dungeonlaufen und PvP machen? Deutsche Spieler findet man auf deutschen Servern mehr als genug. Ob die auf PvP aus sind, keine Ahnung. Dungeons durchlaufen, ja, das meiste machst du alles im Alleingang. Ich bin jetzt so weit, dass ich für die Flashpoint-Mission auf Stufe 75 definitiv Leute brauche, weil die Bossgegner da gerne mal so über eine Mille Leben haben und ordentlich Damage machen. Aber ansonsten, den Großteil, den rennst du hier ganz alleine durch. Ich spiele hauptsächlich auch mit einem Kollegen zusammen, aber er macht seine Mission, ich mache meine Mission. Und bis jetzt haben wir alles ganz gut alleine gemeistert. Und mit Star Wars kann man immer anfangen. Selbst wenn man bloß eine Stunde am Tag spielt. Und Raids, wenn man ein paar mehr Mann braucht. Ja, da sucht man sich ein paar Freunde auf die Schnelle. Also, ich habe zwei Kollegen in der Freundesliste. Der eine ist eher selten online. Mein Kollege, mit dem ich immer im DC dann rumhänge und quatsche, der ist eigentlich fast immer online, außer heute. Weil er im Real Life ein bisschen was zu tun hat. Und ja, ansonsten einfach immer rumfragen oder du suchst dir eine Gilde. Mein Meister schickt euch, nicht wahr? Natürlich. Meine Schande ist nun komplett. Dieser Krieg. Ich war nicht bereit. Ich hätte Tython nie verlassen dürfen. Ich bin hier, um zu helfen. Sagt mir, was los ist. Beim ersten Angriff des Imperiums haben die Soldaten hier einige imperiale Scouts gefangen genommen. Sie haben sie zu mir gebracht, damit ich sie verhöre. Die Gefangenen machten mich wütend. Ich habe sie getötet und es verheimlicht. Mach das. Das Spiel ist ja gratis, also. Habe ich ihnen die Leichen entgegengeschleudert und mein wahres Gesicht gezeigt. Bis Level 60 kannst du gratis spielen. Danach brauchst du zwar Abo, aber ich habe mir jetzt ein einziges Mal in meinen anderthalb Jahren, die ich Star Wars spiele, einmal Abo gegönnt für einen Monat, damit ich die ganzen DLCs habe und gut. Da habe ich halt einfach mal 15 Euro investiert. Und mein wahres Gesicht gezeigt. Ihr fürchtet euch vor dem Kampf, weil ihr eure Emotionen nicht kontrollieren könnt. Ich habe mein Gleichgewicht verloren. Ich bin wieder der Alte. Ich habe als Jedi versagt. Ich bin nur hier geblieben, weil ein imperialer Offizier mich erkannt hat. Er sprach mich mit meinem alten Namen an. Er meinte, der Zorn des Imperators würde kommen. Er schickt seinen persönlichen Vollstrecker zu mir. Seinen personifizierten Zorn. Ich werde für meine Verbrechen bestraft. Wer ist der Zorn des Imperators? Ein Sith Lord? Ein Geist. Nur der Imperator selbst ist älter als er. Sogar der Rat der Sith fürchtet sich vor ihm. Der Kampf würde meine Rückkehr zur dunklen Seite nur beschleunigen. Ich sterbe lieber mit Jedi-Lehren in meinem Herzen. Das Letzte, was wir hier draußen gebrauchen können, ist die dunkle Seite. Wir müssen den Stützpunkt ohne ihn retten.
Lieutenant Gundo, 68. Infanterie. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Draußen sammeln sich sehr viele imperiale Truppen. Meine Ingenieure konnten ein paar behelfsmäßige Strahlenschilde aufbauen, aber sie brauchen Zeit, um den Stützpunkt zu versiegeln. Wenn ihr den Haupteingang nicht schützen könnt, sind wir so gut wie tot. Bitte. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da von mir verlangt. Ich kann nicht gegen sie kämpfen. Welche Verbrechen ihr auch immer begangen habt, die Sith werden euch nicht dafür bestrafen. Versteckt euch weiter. Diese Gnade habe ich nicht verdient. Wir haben keine Zeit mehr. Imperiale brechen durch. Verteidigt den Haupteingang. Ich glaube, da hat so viel Giftgas eingeatmet, so grün wie da war. Na dann. Ich müsste meine Kollegen hier mal wieder arbeiten schicken. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich ihnen noch besser dienen könnte. Boah, C2, du gehst mir so auf den Sack. Veteranenlichtschwertgriff. Oh, hey, kann ich schon verkaufen. Nee, ich wollte nicht mit dir reden, Kira. Da lang. Wolltest du mich blindschocken oder was? Waren das alle? Nee. Hey! So schnell stirbt niemand. Und warte mal, muss ich wieder zurück? Nee, da ist er. Kann er mal aufhören, hin und her zu rennen? Wir haben es geschafft. Jetzt, wo die Strahlenschilde aktiviert sind, können wir durchhalten, bis Verstärkung eintrifft. Wartet, da sind Bewegungen außerhalb des Strahlenschilds. Wer ist das? Was für ein Mysterium die Macht doch sein kann. Ich bin gekommen, um einen Verräter zu suchen, und wen finde ich? Euch. Die Zeit kommt bald. Ihr seid zu spät. Heute werdet ihr niemanden für den Imperator umbringen. Eine geringe Enttäuschung, die von dieser kuriosen Entdeckung in den Schatten gestellt wird. Ihr seid stark und von der Dunkelheit berührt. Das ist unerwartet. Ein Vorteil? Wahrscheinlich. Ihr könnt den Verräter des Rats der Sith behalten. Ich rieche seine Schwäche. Er wird durch seine eigene Hand sterben, wenn er die Möglichkeit hat. Ach komm. Gebt es zu, ihr wollt nicht gegen mich kämpfen.
arrogant und stolz. So viele Überraschungen. Der Imperator muss von unserem Treffen erfahren. Ich werde ihn nicht durch Verzögerungen enttäuschen. Lebt wohl vorerst. Das war also der Zorn des Imperators. Netter Spitzname. Nichts für ungut, aber dieser andere Jedi hat uns nur Unglück gebracht. Es wäre vielleicht besser, wenn er geht. Was? Kira, was war denn das gerade? Der Zorn des Imperators ist fort. Er wird euch nicht mehr suchen. Ihr habt diesen Stützpunkt gerettet. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Nichts ergibt mir einen Sinn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Republikanische Verstärkungstruppen sind auf dem Weg. Sobald sie da sind, werdet ihr euch dem Rat der Jedi stellen. Sie können euch helfen. Ich habe Schande über Meister Braga gebracht. Er hatte solche Hoffnungen in mich gesetzt. Er hat mich geschickt, weil er sich um euch sorgt. Was ihr hier getan habt, wird daran nichts ändern. Nun lebe ich schon so lange unter den Jedi und habe nichts über Vergebung gelernt. Ich werde dem Rat alles gestehen und ihn über mein Schicksal entscheiden lassen. Möge die Macht mit euch sein. Ja, gut. Der wird schon am Leben bleiben. So. Na dann, bevor wir jetzt aber hier rausgehen, mache ich mein Lichtschwert mal wieder an. Wie gewohnt, ein kleines 5-Minuten-Päuschen und bin gleich wieder da.